Lasst mich erklären. Heute Morgen bin ich aus meinem friedlichen Schlaf erwacht, habe in den Spiegel gesehen und dachte mir... Oh, boring! Also habe ich mich aus Langeweile dazu entschlossen, in einen professionellen Haarladen zu gehen. Haarbedarfladen heißt es so? Und habe nach Inspiration gesucht. Und weil ich wirklich sehr dringend pinkeln musste, habe ich mich beeilt und die ersten Sachen gegrabt, die mir ins Auge gefallen sind. Unter anderem diese übergroßen Lockenwickler. Ein pinken Umhang, den ich sicher niemals verwenden werde. Außer heute natürlich. Super Mini-Lockenwickler, die eigentlich für Dauerwellen gedacht sind, glaube ich. Random Haar-Diamond-Steinchen. Und dieses Gerät, das einfach nur witzig aussieht. Ganz ehrlich, diese Frauen darauf sehen aus, als würden sie einem dunklen Kult angehören. Sie haben Geheimnisse. Also habe ich mein Haar gereinigt und gewaschen, sodass es feucht ist. Und so random Zeug reingesprüht, das dafür sorgt, dass die Haare halten. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Und dann begann das Abenteuer. Also first things first... I'm a professional. Nicht, dass es nötig wäre, um sich die Haare zu locken, aber... Also, wie funktionieren die Dinger überhaupt? Ich habe das in meinem Leben noch nie gemacht. Oh. Mein Gott. Kann es sein, dass es ewig dauern wird? Okay. Oh, die letzte Schicht. Oh, oder mache ich hier nochmal kleinere? Komm, ich teile nochmal für die Extreme Locken Experience. Ich gebe zu, es war ein ganzes Stück Arbeit, aber ich verspreche euch, jedes einzelne kleine Löckchen war es das wert. Und vor allem war es die Vorfreude wert auf meinen neuen Look. Also zu diesem Zeitpunkt heiße ich eigentlich quasi Roswitha, oder? Hallo! Ich weiß nicht, ob ich das Ganze vielleicht hätte mit ein bisschen System machen sollen, aber auf der anderen Seite... Scheiß drauf! Oh! Du entkommst mir nicht. Kein Haar wird glatt bleiben auf diesem Kopf. Keins. Kein einziges. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist jetzt schon eine Locke. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin so excited. Dim, 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 dim. Fertig. Ich bin so aufgeregt. Oh, I love it. Oh. Ich werde das erstmal einige Stunden trocknen lassen. Und dann sehen wir uns wieder. Also, ich habe ja was gekauft, um den Vorgang etwas zu beschleunigen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das nur gekauft, weil es sehr witzig aussieht. Wow. Warum habe ich so Bock, dieses Ding auszuprobieren? Das ist nicht normal. Man hängt sich das so um. Und jetzt setze ich mir einfach mal diese Haube auf. Oh mein Gott, ich fühle mich wie ein Astronaut. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist ein Scheiß-Feeling. Es ist ein fucking amazing Feeling. Warum fühlt sich das an wie Verhütung? Ja. Überziehen. Ah, was ist das für ein Haar? Ist nicht mein Haar, what the fuck? Doch, das... Oh, das ist mein Haar, hold on. So, jetzt einfach diesen Knopf betätigen. Ah! Wow, 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 wow. Ey, ich habe auf einmal kurz Panik bekommen, dass meine Haare abfackeln. Wie bei diesem einen Mädchen, das das Glätteisen benutzt. Aber es wird schon okay sein, oder? Wie lange darf man das maximal benutzen? Ionic Comfort. Ich habe eigentlich erst gelesen, dass da Iconic Comfort draufsteht. Das ist absolut der Fall. Es ist Iconic Comfort. Gibt es da irgendwelche Warnungen? Also gibt es hier die deutsche Sprache? L'installation électrique qui a mis à plaire...
Da steht nichts von Zeitangaben. Ich lasse es einfach sehr, sehr lange drauf. Obwohl ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie Lungenkrebs von den Abgasen von diesem Plastik bekomme, wenn sich das erwärmt. Das ist ein bisschen unangenehm. Aber es ist eigentlich wie eine Spa-Experience, deswegen... Ich muss sagen, nachdem ich mich 15 Minuten geblowt habe, habe ich etwas Kreislaufprobleme bekommen, okay? Es ist nicht ganz ungefährlich, aber es ist nötig. Okay, mir ist echt übertrieben warm. Ich glaube, ich muss aufhören. Oh mein Gott. Mein Gott, ich habe das Gefühl, ich falle in Ohnmacht. Ich muss mich ausziehen. Oh mein Gott, ich sehe aus wie eine Hausfrau aus den 60ern. Ich bin gespannt, wie gut das funktioniert hat. Vorsichtig. Oh, oh, oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott, mit meinen ganzen Haaren so und ich kann nicht mehr. Ey, das würde mich so glücklich machen. Ich weiß nicht wieso. Ich wäre einfach happy. Hier irgendwie, ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber der Preis für meinen Haaren sind Ramen-Nudeln. Oh mein Gott. Ich sollte versuchen, die irgendwie zu stylen. Wow. Oh mein Gott, es fühlt sich so schön an. Why? Oh mein Gott. Ja, Mann. Warum wusste ich nicht, dass ich das schon immer wollte? Das wird mir erst jetzt klar. Ich sehe schon wieder komplett anders aus. Ist es möglich? Ich will gucken, was passiert, wenn ich... Oh mein Gott. Bouncy hair. Vielleicht sollte ich doch nur mit meinen Fingern durchfahren. Wow. Oh mein Gott. What the? Seid ihr ready für meinen vollendeten Look? 3, 2, 1. Yeah! Ich hab jetzt Bouncy Hair! Oh mein Gott! Es ist life-changing! Warum bereitet es mir so viel Freude? Es ist eine Lebensfreude, die in mir erwacht ist und ich bin so froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Erfahrung mache, aber es ist eine.